So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Ranger, Spuren des Lichts. Und wir schwingen uns gleich auf Staraptor, denn beim letzten Mal haben wir erfahren, dass wir uns alle in Kokonuba treffen wollten. Und ja, da geht's jetzt auch hin, würde ich mal spontan behaupten. Wir haben ein paar Aufträge noch gemacht das letzte Mal. Was schon so ganz cool... Oh, mein... Drift-Zepeli sogar? Ich glaube, das ist sogar ein Drift-Zepeli. Ja, das ist ein Drift-Zepeli, krass. Werden wir wahrscheinlich eh nicht ein... Oh, es fliegt direkt auf uns zu, oder? Ja, komm. Yay, Kollisionskurs. Yeah. Nice. Okay. Wenn ich eins gelernt habe, dann über den Wolken... Verdammt, ich wollte gerade tricksen. Über den Wolken kann ich einfach das Ding im Kreis drehen und nichts wird passieren. Wir hatten noch keinen Drift-Zepeli, oder? Nee, vorhin könnte die Wolken aus Missgunst auf den Gegner ab. Ermüdet das Opfer. Immer diese Missgunst. Was ist das da vorne? Ein blauer Vogel? Ist das ein Plaudergei? Krass, hier alles rumfliegt. Komm her. Komm her, Plaudergei. Also raten, wir sind mal wieder zu langsam. Na, ich glaube, ich hole auf. Ich glaube, ich hole auf. Ich muss ihm irgendwie clever den Weg abschneiden. Weiß auch gar nicht, wo das... Nevermind, okay, das ist auch irgendwie völlig irrelevant, aber egal, auf zurück nach Kokonuba. Ich bin gerade total weit weggeflogen. Das sind Driftlon, glaube ich. Oh, drei Stück gleich auf einmal, voll cute. Okay, komm her. Yay, so, schnappen wir uns das direkt auch noch. Ein paar Driftlon über den Wolken. Oh, wow. Okay. Hatten wir schon mal ein Driftlon? Nee, ne? Ne, wir kriegen einen Ranger-Punkt dafür. Freut Wolken aus Mitzko auf die Gegner, über der Topf. Alles klärchen. So, aber wir sind hier noch auf der falschen Insel. Genau, wir nennen nämlich beim Firedera-Vulkan. Da wollen wir ja gerade nicht hin. Wir waren da oben links noch nicht, ne? Auf diesem kleinen Inselchen. Da ist bestimmt Zapdos. Oder vielleicht sogar das ganz kleine Ding da oben. Wer weiß, wer weiß. Da fliegt noch irgendwas. Ich glaube, das ist nur ein Taubsi. Nichts. Nichts von Interesse. Na gut, Kokonuba. Ne, warte, das ist Dolcevi. Das ist Kokonuba, glaube ich, ne? Müsste da unten sein. Also von hier aus ein Stückchen nach Norden noch. Nordwesten, um genau zu sein. Jawohl. Okay. Mir fällt gerade auf, ich hätte auch einfach darauf klicken können, dann wäre ich sofort da gelandet. Das habe ich irgendwie vergessen. Hey, wieder die Intro-Musik, Leute. Jetzt mit ein paar krassen Explosionen noch mit dabei. Alle voll glücklich, ey. Ich hasse doch Glück und Zufriedenheit. Ich bin doch auch ein Pokédepper. Was ist denn das für ein Tumult? Ein Hoch auf unsere Helden. Die Helden von Oblivia leben noch. Leben hoch. Nicht leben noch, oder? Taluga, führst du etwa ein Theaterstück auf? Diese junge Herrschaft nahm Oblivia den lang ersehnten Frieden zurückgegeben. Ob sie meinen uns. Aber als ob es das gewesen ist. Als ob. Delia, meinst du mit diesen jungen Herrschaften etwa uns? Na, verzeiht, dass wir euch überrascht haben. Mich hat es ehrlich gesagt auch Überwindung gekostet. Heute wird das Regenbogenfest gefeiert. Wir dachten, dies sei der ideale Anlass für euch, alle eure Mühen und Strapazen gebührend Dank zu zollen. Ach so, deshalb also diese feierliche Gehabe. Professor Hastig wird sicherlich ein Auge zudrücken, wenn ihr euch noch ein wenig in Oblivia aufhaltet, um das Fest zu genießen, bevor ihr zurückkehrt, oder? Schließlich ist eure Mission noch nun erfolgreich abgeschlossen, nicht wahr? Außerdem steht ja weiterhin keine Verbindung, keine Flugverbindung. Ihr habt gehört, dass der Zuständige für Öffentlichkeitsarbeit der Vereinigung soeben gesagt hat. Das war eine offizielle Erlaubnis, hier zu bleiben. Bitte einmal herhören, alle zusammen. Nixi? Richte doch aufmerksam, bitte auf die Bühne, einverstanden? Wer wäre denn Nixi nochmal? Schon wieder vergessen. War das überhaupt jemand Relevantes? Nö, ach, das war die. Die haben wir mit Nema kennengelernt. Sieht aber aus wie jeder andere random NPC. Das diesjährige Regenbogenfest hatte wegen dieser unseligen Pokénapper aufgeschoben werden müssen, aber dank unserer Jugend und jungen und mutigen Helden steht einem reibungslosen Ablauf der Feierlichkeiten nun nichts mehr im Wege. Yay, tausend Dank, ihr Ranger. Und gleich passiert irgendwas. Warum bleibt ihr denn nicht gleich für immer hier in Oblivia? Vielleicht stinkt es hier mir zu sehr. Das wird doch sicherlich das Geschäft hier wieder ankurbeln, oder Taluga? Ha, da lachen sie alle. Wenn wir bitte einmal alle Gehör schenken würden, das Regenbogenfest wird regelmäßig zu Ehren der Freundschaft abgehalten. Wir brauchen aber natürlich noch Darsteller für die Rollen der Helden, die nach dem Regenbogenkelch suchen. In diesem Jahr werden uns die Ehre erweisen, Chris und Julian. Bravo und vielen Dank im Voraus. Warum nochmal Julian? Bravo, ich drücke euch beiden die Daumen.
Selbst Julian hat gefragt, ich frage mich, warum Julian, er fragt sich so, hä, warum ich? Wie bitte, worum geht's hier eigentlich? Die Rolle der Helden, die nach dem Regenbogenkelch suchen? Ja, letztes Jahr haben die diese Rolle übernommen. Und werde euch jetzt einmal ganz ausführlich erklären, wo steht der Typ, Booker? Ach, der ist unten, ich dachte gerade schon. Pichu! Booker! Ja, mein kleiner Kampfkönig, Klampfenkönig, geht es dir ja ganz prächtig, nicht wahr? Hört mal, vertreibt euch doch ein wenig die Zeit, einverstanden? Tschüss, Pichu. Erstmal alle Essensvorräte klauen. Hört mir gut zu, meine jungen Helden. Ihr werdet euch auf die Suche nach dem Regenbogenkelch begeben. Das ist nämlich der Höhepunkt des gesamten Regenbogenfestes. Die zu Helden bestimmten müssen den Kelch der Fallbarthöhle suchen und ihn anschließend in das Dorf zurückbringen. Um euch jedoch den Kelch bemächtigen zu können, müsst ihr zunächst die Prüfung des Helden bestehen. Ich denke gerade an diverse andere Franchises. Das ist ja ganz furchtbar interessant, aber auch sehr furchteinflößend. Wo ist Nick eigentlich schon wieder? Danke für die Erklärung, Booker. Wir alle hier werden den Atem anhalten, wenn sich unsere beiden Helden für dieses Jahr in die Fallbarthöhle begeben werden, um den Regenbogenkelch in das Dorf zurückzubringen. Da war auch irgendeine Steintafel, aber ich weiß nicht mehr, was da drauf war. Das Tangonos war das nicht, ne? Was ist das Futter? Keine Ahnung. Tja, das kommt alles ein wenig plötzlich, aber wir haben ja wohl keine Wahl, oder? Es tut mir leid, da verspreche ich euch etwas Entspannung. Von einem auf den anderen Moment befindet ihr euch inmitten einer neuen Mission. Aber seid beruhigt, es wird weitaus weniger stressig werden als sonst. Versucht einfach, eure Prüfung mit Freuden zu meistern. Ich führe euch nun zu eurer Prüfungsstätte. Nur Mut, meine tapferen Helden. Okay, tu das. Ah ja, das haben wir schon mal gesehen. Da bildet ihr euch auf allein gestellt. Warum muss Julian bei allem dabei sein? Mann, ey. Ach, guck mal, da ist er ja. Herzlich willkommen, meine beiden Helden. Na, dieser Ort wird nun eure Prüfungsstätte sein. Können wir dich tauschen? Julian erklärt uns das und du kommst mit uns. Solltet ihr jedoch scheitern, werdet ihr ohne Kelch zurückkehren. Nick, bist du es wirklich? Man hat mir die Rolle hier aufgedrückt, aber es ist ja nur vorübergehend. Schön, dass ihr endlich hier seid. Ihr habt nämlich ganz schön auf euch warten lassen. Ich habe mich schon sehr einsam gefühlt. Ich dachte schon, ich wäre eine neue Mission dazwischen gekommen und ihr hättet eure Prüfung schon vergessen und Oblivia längst hinter euch gelassen. Und so würde ich hier von nagendem Zweifel geplagt, Tag ein und Tag aus, da vergeblich auf euch warten und schließlich von allen Dorfbewohnern vergessen werden. Die Eisenbahn wäre so die einzige Gefährtin meiner Tränen. Und eines Tages würde jemand fragen, gab es nicht jemanden mit Nick? Willst du zufällig, was ihm geworden ist? Nick? Ja, der Name sagt mir etwas, aber... Ja, ich würde mich ratlos entgehen, ja. Aber da kann man mich nur täuschen und niemand würde mich vermissen und... Ich finde ihn... Immer noch großartig in Typen. Nick, das reicht jetzt aber wirklich. Wir wissen zwar um deine äußerst lebhafte Vorstellungskraft, aber jetzt würden wir lieber etwas über die Prüfung erfahren, die uns bevorsteht, damit Chris sie wieder wie immer alleine bewältigen kann. Oh, das hätte ich jetzt zum Einhaar vergessen. Hinter mir sehen die sogenannten Prüfungsplattformen. Sie besteht aus 4x4, also insgesamt 16 Bodenplatten. Darum habe ich euch das jetzt gesiezt. Das ist doch mal so nicht meine Art. Zwei der 16 Bodenplatten leuchten. Berührt eine von ihnen, um mit der Prüfung zu beginnen. Die Prüfung ist bestanden, wenn ihr auf dem Weg zur anderen leuchtenden Platte alle nicht leuchtenden Platten einmal berührt habt. Ja, einfach. Ich habe schon rausgefunden. Überschreitet ihr dabei die Abgrenzung oder berührt ihr eine der nicht leuchtenden Platten mehr als einmal, so müsst ihr noch einmal von vorne anfangen. Ja, piss einfach. Und noch etwas, ihr könnt keine der Platten berühren, auf denen Riss zu sehen sind, immer noch einfach. Das dachte ich mir nämlich schon. Kurz gesagt, wenn es euch nicht gelingt, diese Prüfung zu erfolgreich abzuschließen, werdet ihr ohne den Regenbogenkelch ins Dorf zurückkehren müssen. Mein Meister ist bei seiner Prüfung voriges Jahr angeblich sogar in Tränen ausgebrochen. Ich wünsche euch beide viel Erfolg. Also wenn das alles ist, dann muss Booker ganz schön dumm sein, wenn er das nicht gelöst hat. Weil ich gehe jetzt einfach hier hin. Fertig. Easy. Mein herzlichen Glückwunsch, das war ganz ausgezeichnet. Ihr habt soeben die Prüfung des Helden ohne Schwierigkeiten bestanden. Wie, das war alles? Somit gehört der Regenbogenkelch zu euch beiden, meine Ranger. Alter, Booker muss richtig dumm und begrenzt gewesen sein. Achso, der hat uns recht gegeben. Yeah! Ich will da hinten aber noch weitergehen. Du hast den Regenbogenkelch erhalten. Dank eurer tollen Vorstellung ist dieses Theater für mich nun zu Ende. Gebt auf eurem Rückweg bitte auf euch Acht, versprochen. Ansonsten stoppet ihr womöglich von vorne noch über einen Stein, wobei euch der Kelch aus den Händen gleiten und auf dem Boden in Einzelteile zerschellt. Ihr würdet dann eventuell versuchen, alles hastig zu flicken, um die Spuren zu verwischen. Ihr würdet euch gewiss schuldig fühlen und so könntet ihr das Regenbogenfest schlimmstenfalls gar nicht genießen. Mann, Nick, hör auf mit dieser notorischen Schwarzseherei, ja? Wir machen uns dann auf den Rückweg nach Kokonuba. Vielen Dank. Nein, ich will doch nicht. Noch nicht! Nichts wie zurück nach Kokonuba. Alle warten bestimmt schon. Nein! Warum? Lass mich doch wenigstens selber laufen. Wobei, nee.
den seine ganz gute wird zurückgebracht werden. Ich wollte doch gucken, da ging es doch weiter. Habt ihr doch gesehen gerade, oder? Hört bitte alle mal her, ihr lieben Leute. Unsere beiden Helden haben ihre Prüfung mit Bravour bestanden und den Regenbogenkelch unbeschadet in unser Dorf zurückgebracht. Also bisher, der Part, wir sind 10 Minuten drin. Ich glaube, ich bin davon 8 Minuten nur dabei zu lesen, oder? Wunderbar, einfach wunderbar, Professor Eiches im Publikum. Dank euch sieht Oblivia einen langen und sicheren Frieden entgegen. Hey Nick, da komme ich ja gerade noch rechtzeitig. Ihr beiden habt mir eine Höhle einfach so achtlos zurückgelassen. Ich werde das so feiern, wenn Nick irgendwie noch wichtig wird in irgendeiner Form. Vielleicht sogar sich als böse enttarnt oder sonst irgendetwas. Wäre cool. Nun, meine lieben Leute, die 8 Pichu von der Isla Dolce V werden hier in euren erstaunten Augen den Regenbogentanz aufführen. Der Tanz wird in diesem Jahr übrigens musikalisch auf der Ukulele begleitet. Lehnt euch zurück und genießt diesen besonderen Leckerbissen. Und let's go. Yay. Unser Ukulelen-Pichu oben rechts. Dance, Pichu! Dance für mich! Schön, so, das ist die perfekte Gelegenheit für mich, um einen Schluck Wasser in mein Glas einzufüllen. Der Hammer, Leute! Hier, ein Applaus auch von mir. Dankeschön, ihr lieben Pichu. Darf ich nur besonders viel Beifall für das Ukulelen-Pichu und seine äußerst talentierten Pichu-Tänzer bitten. Pichu ist schon echt ultra knuffig. Nun dann, meine tapferen Helden von Oblivia, reckt den Regenbogenkelch voller Stolz gen Himmel. Und ihr, meine lieben Leute, bekundet den beiden eure tiefe und unauslöschliche Dankbarkeit. Let's go. Ja, voll geil. Hip, hip, hurra, Oblivia, lebe hoch. Und hat ebenfalls einsame Spitzenklasse, meine kleinen Pichu. Seid so gut und lasst uns den Genuss einer Zugabe kommen. Zugabe, Zugabe. Oh, es war eine falsche Stimme, sehe ich gerade. Lasst uns heute ausgelassen feiern und tanzen, bis der Arzt kommt auf die Plätze fertig tanzen. Dankeschön. Guten Morgen, was war denn das für eine tolle Stimmung gestern, nicht wahr? Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes die Nacht zum Tage gemacht. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und wie unser Moritz das Tanzbein geschwungen hat, unglaublich. Und erst die Darbietung unserer kleinen Ukulelenspielers hier. Das war das Farbtupfer, der dieses Fest unvergesslich machen wird. Ist euch auch aufgefallen? Das freut mich aber wirklich. Mein Meister hat mir einige Ratschläge gegeben und so bin ich schnell zur Bühne geeilt, um die Ukulele neu zu stimmen. Ich bin wirklich sehr froh, dass es euch gut gefallen hat. Heißt es, wir haben jetzt quasi noch ein Upgrade bekommen, Pichu? War das quasi, hat er das durch die Blume gerade gesagt? Also schon erstaunlich, wie stark dein Werkeln an der Ukulele die Klangfarbe und Qualität der Musik verändert hat. Ich glaube, dass das Instrument Pichus Gefühle jetzt 1:1 wiedergeben kann. Es gibt nichts mehr, was ich an dieser Ukulele noch verbessern könnte. Okay, alles klar, also ja, es war ein Upgrade. Zeig nochmal, okay, Stufe 1. Stufe 2. Jetzt. Stufe 3. Und Finale, Pichu! Okay, das macht... sehr schön. Die Musik der Ukulele hat ihre maximale Spielintensität erreicht. Nick und du, Pichu, ihr seid erste Sahne. Diese Melodie hat sich in unser Gedächtnis eingebracht und sie hat obendrein echten Ohrwurm-Qualität. Nanu, wo steckt eigentlich Taluga? Er ist tot! Wir brauchen ein bisschen Drama, Leute. Wir sind nämlich die ganze Zeit schon wieder nur am Quatschen. Ich will Action! Taluga hat sich gestern Abend schon früh auf den Heimweg gemacht, um sich die Instandsetzung des Funkturms zu kümmern. Ja, das grenzt bei ihm ja schon fast an Arbeitssucht, nicht wahr? Ja, endlich macht er mal was, nicht wahr? Aber gestern zumindest scheint er sich ausgiebig amüsiert zu haben. Obwohl er ja ab und zu schon ein wenig traurig aus der Wäsche geschaut hat. Vielleicht ist ihm so schwer ums Herz, weil ihr Oblivia bald verlassen werdet. Oder weil er realisiert hat, dass er eigentlich zu dieser erfolgreichen Mission fast nichts beigetragen hat. Wie Julian quasi. Ja, genau. Was bitte? Ach, gar nichts. Oh, stimmt ja. Ihr werdet ja bald von Oblivia nach Hause aufbrechen, nicht wahr? Pichu. Weiß ich nicht, ob wir das werden. Ich warte immer noch auf den großen Twist. Irgendwas kommt gleich. Nanu? Der Fang kommt, fängt ja eine Funkmeldung. Das ist schon kommen. Bitte kommt sofort zu mir. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Chris, verstehst du mich? Hier spricht Moritz. Die Lage ist ernst, sage ich doch. Nein, die Lage ist aussichtslos. Komm schnell zu Talugas Haus. Ha, dachte ich mir doch. Moritz?
Aber wovon sprichst du denn überhaupt? Drück dich noch etwas präziser aus, um Himmels Willen. Die Verbindung wurde unterbrochen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los, gehen wir schnell zu Taluga. Werde ich teleportiert? Natürlich werde ich diesmal nicht teleportiert. Lohnt sich das über... Er hat eine Sidequest für uns. Leute, der kleine... Mysteriöse... Was ist jetzt los? Könntest du für mich vielleicht die ganze Stadt auslöschen? Einen schönen guten Tag. Sag mal, Ranger, könnte ich dich vielleicht um etwas bitten? Ich bastel in einem Quiz und dabei geht nichts über höchstpersönliche Recherche aus nächster Nähe. Darum möchte ich dich bitten, mir ein ganz bestimmtes Pokémon vorbeizubringen. Und zwar bräuchte ich ein Dri. Oder warte, das ist die Idee. Hör gut zu, Ranger, ich gebe dir jetzt ein Rätsel auf. Wenn du es lösen kannst, weißt du, auf welches Pokémon du mir vorbeibringen sollst. Ja, Dodri oder Dickdri, oder nicht? Klingt doch ganz lustig, oder? Na gut, dann mach mal. Achtung, hier kommt das Rätsel. Was ist violett, trägt ein X auf dem Körper und driftet durch die Luft, Driftlorn oder Drift Zeppeli. Weißt du die Antwort? Dann bring das gesuchte Pokémon zu mir. Ha. Ich sag mir gerade auf, warte mal, wo sind die hin? Wir haben die doch gefangen. Darf man die nicht behalten, wenn man durch die Luft fliegt? Das ist ja schon gemein. Ja, nur kurz gucken, ob hier noch irgendwie eine Quest ist, aber... Hat nicht den Anschein. So, wir fangen mal ganz kurz an Staraptor, damit wir zu Taluga fliegen können. So. Einfach die Kreise gezogen. Damit wir da ganz schnell hin können, um wahrscheinlich noch weiter zu lesen. So, jawohl. Ich glaube, wobei, ich ganz ehrlich glaube, das hätte ich auch zu Fuß machen können. Soweit ist das nicht, aber ist jetzt egal. Jetzt bin ich schon in der Luft. So. Ja, möchte ich. Okay, ich hätte tatsächlich einfach das so machen können. Na gut, okay. Nicht ideal. So, hi. Hey, Taluga. Der ist ja wirklich... Taluga? Taluga! Er ist... Taluga! Oh. Er ist wieder bei Bewusstsein. Ups, hier haben wir einen Stick fallen lassen. Mir geht es gut. Macht euch keine Sorgen. Ich glaube, der hat einfach ein bisschen zu viel gesoffen gestern Nacht beim Fest. So sieht es nämlich aus. Oh. Nun, ich überstürze, Taluga. Schone dich lieber. Moritz, was für alles für Welt hat es denn hier ausgespielt? Keine Ahnung. Als ich herkam, um mir ein Bild von der Wiederinstandsetzung des Funkturms zu machen, lag Taluga bewusstlos am Boden und rührte sich nicht. Von Deli und Nemia Indis war weit und breit keine Spur. Ah. Ja, aber Deli und Nemia, sie sind... Taluga, ich habe dir doch gesagt, dass du dich nicht bewegen sollst. Er muss doch mit uns reden, Julian, du Schlauberger. Wie ist damit? Jetzt nochmal ganz zur Ruhe. Deli und Nemia sind... Wo sind sie? Deli und Nemia, sie sind entführt worden. Huhuhuhu. Was sagst du da? Entführt? Die Pokédepper kreuzte in großer Zahl auf, griffen an und überwältigten mich. Unvermittelt schlug man mir dann etwas Stumpfes auf den Hinterkopf. Wahrscheinlich war es nur einer und er hat einfach verloren und will sich jetzt nicht eingestehen. Als mein Bewusstsein zu schwinden begann, hörte ich jemanden sagen, dass man die beiden als Geisel nehmen wolle. Diese Scheusale schrecken auch von nichts zurück. Nicht einmal vor einer Geiselnahme. Jetzt sind sie endgültig zu weit gegangen. Pichu, pichu! Aber ich wette, Nehmer hat irgendwelche Vorkehrungen getroffen. Vielleicht ein Peilsender oder so? Weißt du vielleicht, wohin sie denn aufgebrochen sind? Naja, da habe ich keinen blassen Schimmer. Taluga, versuche jetzt erst einmal wieder auf die Beine zu kommen. Wir werden Delia und Nemia unterdessen aus den Fängen der Nepper befreien. Aber auf wessen Konto mag diese Schandtat diesmal nur gehen? Auf Zinnober-Auges oder doch auf Azur-Auges? Ich wette, keiner von beiden. Sie sind beide beileibe keine Unschuldslämmer, aber das würde ich ihnen wirklich nicht zutrauen. Ich erinnere mich noch vage daran, wer den Neppern Befehle erteilte. Ich könnte eine rote Uniform sehen, oder war es eine blaue? Ich weiß nicht recht. Augenblicke später wurde ich ohnmächtig. Eine rote oder blaue Uniform? Ich bin dennoch der Ansicht, dass die beiden nicht so bösartig sind, wie sie den Anschein machten. Nanu? Der Peilsender des Fangkomms hat den Verfolgungsmodus gewechselt. Haha, ich hab's doch gesagt. Und ich muss langsam husten, weil ich dauernd lesen muss hier. Also dem Signal des Peilsenders folgen. Das hat meine kleine Nehma ganz geschickt angestellt. Sie hat offenbar ein Beispiel an Julia im Unterseeboot genommen und sich den Peilsender eingesteckt, bevor sie fortgeschafft wurde. Ha, hab ich doch gesagt. Wusste ich, dass sie Vorkehrungen schaffen wird.
Also die Position des Peilsenders ist... Das Signal stammt aus der Nähe einer großen Wasserfalls im... im Inselinneren der Isla Sofita. Da waren wir schon mit Suiko, Leute, erinnert euch. Da müssen die Silberfälle gemeinsam, keine Frage. Ihr erinnert euch doch gewiss an jeden Fluss nördlich oben des Aqua-Resorts auf der Isla Sofita, oder? Wenn ihr ihm lange genug folgt, gelangt ihr in einen besagten Wasserfall. Zu Fuß sind die Silberfälle jedoch leider nicht zu erreichen. Das bedeutet also, dass wir den Fluss hinauffahren müssen, nicht wahr? Ich hab's. Für Suiko sollte es erleichtert sein, uns dorthin zu bringen. Ja, sag ich doch, ne? Du kannst Suiko noch jederzeit herbeirufen, oder? Dann nichts wie oft zu den Silberfällen der Isla Sofita. Sofita, Nema, Delia. Habt keine Angst, ich eile euch zu Hilfe. Taluga, spiele bitte nicht mit deiner Gesundheit. Überlasse das mit der Rettung ruhig Chris. Aber Chris, da steht doch uns. Ne, ich glaube, da steht Chris. Pichu! Taluga, glaub mir, wir verstehen sehr gut, wie wir dir jetzt zumute sein muss, aber wenn du ja nicht vernünftig sein wirst, dann werde ich richtig wütend. Moritz. Du hast recht, ihr habt mein vollstes Vertrauen, Ranger. Sicherheitshalber erkläre ich euch noch einmal, wie ihr zu den Silberfällen gelangt. Nein! Verlass das Aqua-Resort auf der... Ja, komm. Ja, weiß ich, danke. Und ich werde Taluga hier in der Zwischenzeit wieder aufpäppeln. Wisst ihr eigentlich, dass mein Kindheitstraum war, Arzt zu werden? Juckt keinen, Moritz. Arzt, da fällt mir etwas ein. Aber natürlich, Dr. Edward, er kann Taluga einmal gründlich untersuchen. Wo könnte er sich wohl gerade aufhalten? Ey, das ist völlig uninteressant gerade. Warum muss das Spiel immer... Weißt du, die Szene wäre jetzt perfekt zu Ende gewesen, wenn wir jetzt die Quest gehabt hätten. Okay, gehen wir jetzt los, aber nein. Wo ist denn der Arzt? Keine Ahnung, weißt du, wo der Arzt ist? Nein, ich weiß es nicht. Weißt du es vielleicht? Ha, schließlich muss er ja Patienten in ganz Oblivia Hausbesuche abstatten. Beeilung, wir müssen uns zu den Silberfällen. Wir wollen Delia und Nema so schnell wie möglich befreien. Das ist aber absolut unnötig gerade. Ich meine, klar, wahrscheinlich wollte uns das Spiel nochmal ein Gedächtnis rufen. Hey, da gibt's Dr. Edward. Vergesst ihn nicht. Aber, ja. You know the idea. Egal, trotzdem, zum Positiven. Spannung. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas passieren wird. Und bin von dir sehr gespannt, was wir dann da hinter dem Wasserfall alles sehen werden. Hubala, wow. Das war gerade eigentlich schon aus dem Bild raus, das Staraptor. Und wir haben fast ein Level up. So kurz davor. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für heute mit Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Beim nächsten Mal geht es auf und davon. Und ja, mal gucken, ob wir fündig werden und was dahinter noch so passieren wird. Und wer der eigentliche Drahtzieher ist. Ich denke, wir werden den Oberchef bald kennenlernen. Und ich bin sehr gespannt darauf. Bis dahin. Ciao.